Das mit dem Jetpack ging ja eben gar nicht. Gleich kommt die Bergrettung. Gleich ist es wieder soweit. Nee. Also so ja nun auch nicht. Was heißt hier, gleich ist es wieder soweit? Es ist so scheiße, du kannst nichts sehen hier, ne? Könnte sich das Jetpack braucht aber echt lange, bis es wieder auflädt, ne, oder? Ich muss mal eben warten. Geht ja nicht anders. Bringen wir die damit festchen. Tja, ganz ehrlich, ich keine Ahnung, wie ich da jetzt eben hingekommen bin. Ich habe den Weg nicht mehr gesehen. Da war überhaupt gar kein Weg mehr. Da war ja nur noch Felsen vor mir. Total übel irgendwie. Habe ich nicht verstanden, wieso da nur noch Fels vor mir war. Verstehe ich gar nicht. So, gehen wir jetzt zu Kai drin. Aber diese Hin- und Her-Lauf-Quests sind ja auch manchmal ein bisschen... Aber gut, okay, die gibt es auch in anderen Spielen. Ja, ja, well, dann ist ja witzig. Ach, weil ich zu ihm über eine Brücke laufen musste. Ach, wie doof. So, okay, das habe ich ja nicht mehr im Kopf gehabt. Ich habe Krahls Tagebuch gefunden. Und? Hast du etwas Interessantes herausgefunden? Er schreibt über eine Krypta außerhalb von Goliath. Du willst doch nicht wirklich dorthin gehen, oder? Ich kenne niemanden, der jemals dorthin ging und zurückgekommen ist. Okay. Nur die Toten sind dort erlaubt. Ja. Die Toten, ist das dein Ernst? Kriegen wir hin. Geh hin, wenn du dich traust. Aus der Stadt raus und dann halte dich links. Wenn du unterhalb des Schlundes bist, Ost bis Südost, dann solltest du schon merken, wenn du der Krypta nahe kommst. Okay. Ist das so? Gib mir Mana für reines Elex. Gerne. Tausch Elex gegen Mana. Nö. Okay, dann machen wir das doch mal. Ganz ehrlich, was soll da schon passieren? Moment, war das der Rüstungs... Bin ich denn? Stehst du hier immer rum oder was? Dich habe ich gesucht. Finger weg von meiner Schmiede. Fantasie. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute meine Hämmer durcheinander bringen. Dort ist massig Loot. Jeden Tag bearbeite ich das Metall, um Waffen und Rüstungen für unsere Leute herzustellen. Wenn mir aber das Werkzeug fehlt, wird es nichts mit der neuen Rüstung. Also ist man gut beraten. Ja, das hast du mir alles schon gesagt. Kann ich das nicht abbrechen? Dich von der Arbeit abzuhalten. So, welche Vorteile bieten deine Rüstungen? Welche Vorteile bieten deine Rüstungen? Das will ich dir gerne erklären. Je nachdem, welchen Rang jemand bekleidet, empfiehlt es sich, eine bestimmte Rüstung anzulegen. Als Setzer sieht man sich schließlich mit anderen Herausforderungen konfrontiert als ein Krieger oder gar Erzberserker. Ich brauche die Erzberserker-Rüstung. Bei der Rüstung eines Setzers achte ich darauf, dass die Bewegungsfreiheit bei der Feldarbeit so gut wie nicht eingeschränkt ist. Aber eine Kriegerrüstung muss im Kampf robust sein und größtmöglichen Schaden von ihrem Träger abwenden. Und ich muss weglaufen können. Wann kann man eine bessere Rüstung bei dir bekommen? Ich bin nur befugt, Rüstungen auszuhändigen, um die man sich verdient gemacht hat. Einem Setzer ist demnach nicht gestattet, die Rüstung eine... Wenn es also dein Ziel ist, bis zum Erzberserker... Zeig mir, was du herstellen kannst. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Jetzt zacke ich hier. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Ja, ich weiß. Was können wir denn mal verkaufen? Wir haben hier da Wertgegenstände oder sowas, ne? Ja, davon verkaufe ich noch nichts. Alles, wo, schade, dass man hier irgendwie nicht filtern kann. Alles, wo Wertsache steht, kann man verkaufen. Wird häufig als Zutat. Drohnenkontrolle. Verbrauchbarer Albzauber der Drohnenbeherrschung. Ist ja cool. Schnaps, Brause, Suppe. Es gibt so Wertsachen, die kann man bedingungslos verkaufen. Schade, dass es keine Kategorien hier gibt. Das ist ein bisschen... schlecht gemacht.
Trophäe. Die können wir da verkaufen, würde ich sagen. Knochen wahrscheinlich auch. Elektrostrahl ist ein Rohstoff. Das behalte ich mal lieber alles. Krempel, Werkzeug, Oran-Schuldenbuch. Ja, eben, wo hat er wohl die ganzen Sachen? Zu Oran könnten wir die auch nochmal hingehen, ne? Das könnte man verkaufen, aber unbrauchbare Krempel. Krempel können wir da verkaufen. Krempel können wir auf jeden Fall verkaufen. Schade, dass man das nicht... Goldener Kelch, Wertsache. Haben wir gleich zwei von gehabt. Schatulle. Geldbündel. Nee, den verkaufe ich nicht. Ich habe bestimmt mal jemand glücklich gemacht. Ja, aber ich kann doch nicht den Spielzeugdino verkaufen. Das geht gar nicht. So. Wie gesagt, schade, dass das nicht, dass sie da nicht noch einen Tab mehr eingefügt haben. Nicht zu viele Trophäen verkaufen, wenn du sie craften willst. Zu spät. Ich habe sie jetzt ja vertickt gerade. Aber okay. Ach, das ist mein Warenkorb oder was? Verkauft. Kann ich auch wieder rückgängig machen. Ach, aber die Trophäen, sammle ich mir wieder neu ein. So, was haben wir denn hier? Waffen, Rüstungen, Jägerhelm. 500. Werkerhelm. Okay. Jägerrüstung. Sehr schön. Werkerrüstung. Ja, nee. Dann nehmen wir die Jägerrüstung, oder? Stärke, Konstitution. Kann ich ja beides tragen. Okay. Die kostet 800. Kaufen wir. Die Hose. Kaufen wir auch. Und den Helm. Jo. Das war ja mal teuer, was? Technik wird hier nicht gerne gesehen. Das war ja mal richtig teuer. Angelicht. Ja gut, ich habe noch die Werkerhose, ne? Hätte ich vielleicht jetzt nicht unbedingt die andere gebraucht. Aber okay. So, das ist alles angelegt, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Und wie sehe ich jetzt aus? Oh, können wir mal Licht hier für einen Screenshot? Und, weil das ist jetzt nicht so geil, das Licht hier. Stellen wir uns mal dahin. Das gefällt mir doch schon besser. Kann man das nochmal irgendwie anders positionieren? Da hätte ich jetzt ganz gerne ein Foto von mir. Ja, sehr schön. Das wird doch was. So, dann kann es ausblenden hier. Auch wenn es nervig ist, aber muss es mal eben kurz sein. Das sieht auch ganz gut aus, die Klamotten. Immerhin, das wird mir ein bisschen helfen, denke ich mal. So, Gameplay. Zack, zack. Der geschickte Jägersmann. Ich bin gespannt, wann ich die Gasmaske kaufe. So. Klau hier ja nichts. Ihr legt dich wieder hin. Alles in Ordnung. Deinen Sachen wird nichts passieren. Schlaf. Schlaf. Mal diese Männer hier in zwei Wohnungen da. Was? Wie? Na, okay doch. Oh, Explosivbolzen. Cool. Man kann ja auch Taschendiebstahl machen, ne? Glaube ich. Machen wir nochmal.
Na, wahrscheinlich geht das nicht, wenn sie schlafen oder sowas. Cool, ein Köcher. Ah, das ist doch mal nett hier. Oh. Okay, nochmal an das Ding. Alles klar. Das war wohl nichts. Alles klar, okay. Mist, das war mein letzter. Was? Verdammt. Ja klar, also wenn... Klauen konnte ich auch schon mal gut ins Spiel. Ich höre hier doch was. Was? Nein, da musst du dich getäuscht haben. Hier ist nichts. Offen gestanden? Ach, okay. Hier bin ich. Ja, schwierig. Muss gleich mal gucken. Ich will noch mal zu der Kneipe eben hin. Die müsste ja hier gewesen sein. Oh, was ist eigentlich mit Bert? Na, Bertram. Ach, der Kleriker, der Verkappte, ne? So, sprechen wir ihn hier mal an. Wieder. Uran. Ich bin mal weg, Leute. Trink nicht so viel. Ich beobachte dich. Was ist denn hier los? Was willst du hier? Hallo? Wir sehen uns später. Was geht denn hier ab? So kann das wirklich nicht enden. Das nenne ich gefährliches Halbwissen. Wir müssen einfach etwas dagegen machen. Ist ja krass. Habe ich doch auch gerade gesagt. Ach was. Selbst dran schuld. Er liegt den ganzen Tag im Dreck herum. Ist das so? Ah. Aber irgendwo werden die Sachen ja rumliegen dann. Auf den Sack. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Lange höre ich mir das nicht mehr an. Da ist er selbst dran schuld. Die Sachen von Uran. Wo wohnt er denn hier nebenan? Zu viel Köche verderben den Brei. Vielleicht, ne? Daneben nicht, du Feigling. Mach's gut. Wiesenkraut, Wiesenkraut. Alrik. Sprechen wir mal an. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Tu, ich muss mal gucken, wie ich das machen kann. Irgendwann ist immer das erste Mal. Exakt. Aber warte mal. Du bist anders. Und anders bedeutet... Sprich dich aus? Naja, anders bedeutet, dass wir beide sicherlich ins Geschäft kommen. Ach so. Komm zur Sache. Schon gut, schon gut. Also, ich erkenne das Potenzial in dir. Aber lass mich deine Zweifel zerstreuen. Ich bin Alrik. Und wie du sicher zutreffend festgestellt hast, gehöre ich den Berserkern an. Ja, genau genommen dem Clan der Nebelkrähen. Klugscheißer. Du könntest dich jetzt fragen, warum ich dir das erzähle, anstatt zu arbeiten. Ja, das frage ich mich. Nun, weil es meine Arbeit ist, mit Leuten wie dir ins Gespräch zu kommen und sie von dem zu überzeugen, was ich tue. Du klingst nicht gerade überzeugend. Dann mache ich es kurz. Vielleicht bekomme ich dann deine Aufmerksamkeit. Ja, kurz. Ich bin Händler. Immer auf der Suche nach der nächsten Rarität. Rarität? Ja. Dinge, die normalerweise nur schwer zu beschaffen sind. Als Gegenleistung biete ich natürlich eine stattliche Menge Elixit. Mhm. Aber das nur ganz nebenbei erwähnt. Achso, mit Recht. Also, du siehst also Raritäten. Okay. Du suchst also Raritäten. Was versteht er sich? Gold, richtig. Ich will mich mal so ausdrücken. In der Stadt fällt jede Menge Arbeit an. Und da müssen auch viele Dinge beschafft werden. Die natürlich, wenn es nach den Warlords geht, nicht verloren gehen dürfen. Aber sollte dem doch so sein, würden wir beide davon profitieren. So einfach ist das. Wegen der Raritäten.
Ja? Kannst du diese Waffen gebrauchen? Klerikerwaffen zeigen. Wo liegt der Haken? Du verdienst dir eine hübsche Summe Elexit. Da gibt es keinen Haken. Verkauf mich nicht für dumm. Na schön. Natürlich gibt es einen. Dem einen oder anderen wird hier sicher nicht gefallen, wenn du mir das Zeug bringst, das für ihn bestimmt war. Ja. Aber was macht das schon? Du siehst nicht aus, als würde dich ein bisschen Gegenwind aus der Fassung bringen. Sind bei dir in letzter Zeit so etwas wie Alp-Ausrüstungsgegenstände aufgetaucht? Das wäre schon ziemlich heiße Ware, mein Freund. Eher etwas für die Outlaws und Banditen da draußen. Kürzlich begegnete ich einem üblen Kopfgeldjäger vor der Stadt, der auf der Suche nach einem Outlaw war. Also, wenn du hier länger überleben willst, dann hältst du dich besser von so etwas fern. Was genau suchst du? Nun, ein paar ausgewachsene Heilwurzeln sind schwer zu züchten. Und Born beauftragt nicht jeden mit dem Abernten. Weiter? Nichts weiter. Behalte lediglich im Hinterkopf, dass ich dir sicher mehr dafür gebe als er. Aha. Wonach bist du sonst noch auf der Suche? Du kennst doch sicher Jora, den Werker beim Schlund. Nein, sollte ich? Nicht so wichtig. Nee, du wirst ihn früher oder später noch kennenlernen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bald wieder jemanden losschickt, elixhaltiges Zeug zu sammeln. Und ich denke, er hat schon genug von dem Zeug. Ich hingegen... Schon verstanden. Du willst, dass ich dir das Zeug bringe. Genau. Sprich mit ihm, wenn du die Einzelheiten wissen willst. Okay. Hast du auch einen speziellen Wunsch? Alle Sachen, die du mir bringst, sind speziell. Ach, Klugscheißer. Ich dachte eher an etwas außer der Reihe. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich dir die Sache anvertrauen kann. Sie ist etwas heikel. Sprich mit meiner Hand. Schon raus mit der Sprache. Na schön. Also, Ragnar, der große Boss hier, hat etwas von großem Wert für mich. Mhm. Ein Schwert, aber nicht irgendeins. Es ist das Schwert von Erik Eisenfaust. Ich brauche auch noch ein Schwert. Erik Eisenfaust? Einer der größten Krieger, den die Berserker hervorgebracht haben. Ich könnte ihm das Schwert verkaufen und ihm dann killen. Man sagt ihm nach, dass er vor einem halben Jahrhundert im Alleingang ein ganzes Heer von Kampfmaschinen nur mit seinem Schwert zerschlagen hat. Top. Ich für meinen Teil glaube zwar, dass das Schwachsinn ist, aber das ändert nichts daran, dass die Berserker sich allem überlegen fühlen. Einige nennen ihn sogar Ahnenvater. So ist ein Schwert. Wer aber auch nur ein bisschen Geschichtswissen hat, weiß, dass das Mumpitz ist. Immerhin gab es die Berserker schon lange vor seiner Zeit. Trotzdem ändert das nichts an dem Wert des Schwertes, selbst wenn es mittlerweile schartig und unbrauchbar ist. Ich besorge dir das Schwert. Das wollte ich hören. Pass aber auf, dass dich niemand erwischt. Wenn doch, legen sie dir sicher Daumenschrauben an und gerben dir das Fell. Also schnell rein und wieder raus. Keine Spielchen, verstanden? Ja, ja. Ich mach das schon. Gut. Ich kratz derweil deine Belohnung zusammen. Ich den herum. Ja? Kommt da für die Stimme von links rein. Kannst du diese Waffen gebrauchen? Ja, bist du denn verrückt? Das ist ja Zeug von den Klerikern. Ich habe dir zwar gesagt, ich sammle Raritäten, aber das ist sogar mir zu heiß. Wenn ich mit dem Zeug erwischt werde, kann ich mir gleich eine Grube ausheben. Ja. Ich gebe dir einen guten Rat, werd das Zeug so schnell es geht los. Und hier hast du ein paar Splitter, damit du vergisst, dass wir überhaupt darüber geredet haben. Das ist ja mal gut. Das ist ja mal echt gut. Wer treibt sich denn hier herum? Wer bist du denn? Ja eben, dreh ich mal bloß um. Oh, ein großer Elixitbeutel. Legt euch mal alle schlafen. Ich komme wieder. Wer treibt sich denn hier herum? Jetzt steh mir da nicht im Weg rum. Danke. Sag mal, das kann doch nicht angehen. Sag mal, bist du doof? Sie müssen doch auch... Ich beobachte dich. Ja, das ist ganz ehrlich, wie die NPCs dann rückwärts laufen, ne?
Ist ja unglaublich. Du bist doch der Kerl, der über die Technik wacht. Ach, das schau bin an, ich. Jora. Hey, was hast du da? Wovon redest du? Dein Arm beherbergt Technik. Das geht dich gar nichts an. Besorg woher dir eigene. Hast du die? Black Wong, Narwind. Das ist meine Angelegenheit. Hör mal, ich versuche dir Ärger zu ersparen. Ich habe den Vorsitz über die Werker und bin Mitglied des Eisenclans. Und als solches sage ich dir, dass wir fremde Technik nicht dulden. Und was erwartest du jetzt von mir? Naja. Ja. Ist wohl fest mit deinem Arm verbunden. So sieht das aus. Abschlagen möchte ich ihn natürlich auch nicht. Aber gut. Ich wollte dir nur vermitteln, dass Technik wieder dem Gesetz ist. Das ist bekannt. Über dein Gerät will ich nun für den Anfang hinwegsehen. Der hat sich ja richtig beliebt gemacht gerade bei mir, was? Angrim sagte mir, hier soll eine Elex-Waffe liegen. Richtig. Was willst du damit? Er will, dass ich sie ihm bringe. Ah, ich verstehe. Und wo genau ist sie? In meiner Hütte. Das wird er dir sicher auch gesagt haben. Kann sein. Bedingt. Du hast jetzt deine Informationen. Ich muss mich wieder anderen Dingen widmen. Genau. Du hast also draußen etwas gefunden, was du jetzt bei mir abgeben möchtest. Verstehe. Nein, im Gegenteil. Mir kam eine richtig gute Idee. Du hast doch sicher diese Energiewaffen. Wenn wir unsere Äxte dagegen austauschen, dann... Ah ja, ich sehe schon. Ist das Kampfmusik oder was ist das? Das ist doch Kampfmusik oder bilde ich mir das ein? Oh, es hat sich ja schon mal gelohnt hier oben. Verschwinde. Ja, endlich hast du es begriffen. Ach, das ist gar nicht deine Hütte. Wem gehört denn die Hütte jetzt? Ihm oder Stormson? Hör auf zu schleichen. Ich hab dich gesehen. Was? Ach komm. Ihr habt nichts gesehen. Defekte Lexwaffe. Du wagst es hier zu stehlen? Ich... Hör genug. Auf zu schleichen. Unser Gesetz ist gesehen. In diesem Fall eindeutig. Du hast mir doch selbst gesagt, wo ich die Waffe finde. Das habe ich. Aber ich habe kein Wort darüber verloren, dass du sie auch nehmen sollst. Und wenn schon, Angrin gab mir den Auftrag und den führe ich aus. Ja? Er gab dir auch noch etwas anderes mit auf den Weg. Ich verstehe nicht. Das wirst du bald. Folge mir. Hoffen wir für dich, dass er Milde walten lässt. Du vergreifst dich also an unserem Eigentum. Was bist Niemandem du denn ist es gestattet, vom Schlund Technik zu entwenden. Insbesondere, wenn es sich um eine Elex-Waffe Was handelt. Was für ein Penner! Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Du hast mir den Auftrag dazu erteilt. Und ich habe dich mit unserem Gesetz vertraut gemacht. Technik ist verboten. Und hat einzig und allein beim Schlund ihren Platz. Du wirst in Zukunft deine Taten besser hinterfragen, bevor du blindlings handelst. Höre nun mein Urteil. Du wirst dich in den verbotenen Wald begeben und dort nach Rogar Ausschau halten. Der ist doch... Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Leck mich am Arsch. Und befürchte das Schlimmste. Denk aber daran, ich glaube an eine zweite Chance, nicht an eine dritte. Und Jora, kehre zurück an den Schlund. Ich brauche dich nicht mehr. Verstanden. Schlechter konnte ich die Mission nie abschließen. So? Okay. Naja, ist halt so. Aber ganz ehrlich, ich würde jetzt am liebsten mal eben rübergehen und Angriff verpfeifen, weil er sich ja letztes Mal schon wie so ein Arschloch verhalten hat, da mal mit der Kneipe. Wenn ich das gewusst hätte, würde ich ihn auch verpfeifen. Hier muss eine Leiche rumliegen. Ich höre da schon wieder Fliegen. Raus, aber schnell! Wenn du nicht gleich weg bist, setzt's was!
Du wolltest es ja nicht anders. Hä? Wie, ich wollte es ja nicht anders. Jetzt geht er wieder rein. Ist der doof? Naja, ich kann ja auch nochmal laden. Lass uns nochmal laden. Ich habe ja schnell gespeichert vorher. Ach so. Hä? Okay. Nö, dann habe ich das mit der Mission jetzt halt so. Was soll's? Dann hätte ich mal richtig speichern müssen vorher und nicht schnell speichern. Weil schnell speichern tut das Spiel zwischendurch schon. Du, der Angriff ist mir relativ egal, muss ich sagen. Ich brauch den Typen nicht. Lass mir mein Brot, du Ratte, du. Aber es ist ja ein super Arschloch, das werde ich mir auch merken. Ein Waffenhändler. Das ist ja ein super Arschloch, der Angriff. So, was sagt denn da unsere Quest überhaupt? Verdammte Technik. Mit dem. Der Halbschalengebäude und Angriff teilweise Tabu umgibt. Ära, ich merke ja. Der Setzling im Wald. Angriff, also nach Rora. Okay. Er will, dass ich ihn bringe. Alex für den Mana-Schrein. Es gibt. Wollen wir mal ein bisschen rausgehen? Komm, wir gehen mal ein bisschen raus. Wir nehmen mal den Setzling im Wald. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, wenn wir mal ein bisschen rausgehen vor die Tür. Und den könnten wir vorher noch mal zu dem Jungen. Aber das ist ja eine ganz miese Tour gewesen, fand ich, oder? Was sagt ihr denn dazu? Das ist doch Schrott. Hätte fragen sollen, ob es nicht verboten ist, dann hätte er jetzt mehr Missionen von dem bekommen. Tu ganz ehrlich, von so einem super Arschloch will ich gar keine Missionen bekommen. Ernsthaft. Der kann seine Scheiße alleine machen. So ein Heckenpenner, ey. Ehrlich, wo kommen wir denn da hin? Das geht auch so nicht.